Grüß euch, meine Lieben, zum Frauenmonatsorakel vom Mai 2019. Wir haben wieder drei Legungen. Diesmal mit dem Göttinnengeflüster. Die erste Legung ist mit der Heilsteinkarte Rondonit. Dann haben wir den Apatit. Und für die dritte Legung die Nephritiade. Wir kommen zum spirituellen Geldbewusstsein von Thorsten Weiß. Und hier haben wir: Mein Leben ist voller Wunder. Du und dein Leben sind das größte Wunder dieser Zeit. Nimm das Geschenk der kristallinen Energie an. Und lasse alle deine Sinne in diesem neuen Bewusstsein erstrahlen. Konzentriere dich in diesem Moment auf die Mitte deines Kopfes und lasse dort einen rot glitzernden Kristall aufleuchten. Dein Gehirn versteht dieses Signal, sich auch für die Veränderungen dieser Zeit zu öffnen. Und gewährt der kristallinen Energiequelle in dir selbst deine Sinne abzudaten. Sie wollen dies, um sich immer noch weiter dafür zu öffnen, die Wunder wahrzunehmen und anzuziehen, die bereits um dich herum geschehen. Schließe deine Augen, konzentriere dich für ein paar Minuten auf den rot glitzernden Kristall in der Mitte deines Kopfes und lasse geschehen, was geschehen möchte. Wir kommen zu der Krafttierkarte. Und hier haben wir die Mücke. Sie steht für Teilen und Hergeben. Was möchten uns gerade jene stechenden Plagegeister aus den geistigen Welt vermitteln? Ausgerechnet diese winzigen, sierenden Ungeheuer, die bei einer Begegnung meist nur lästig juckende Beulen auf unserem Körper hinterlassen. Die spirituelle Botschaft der Stechmücke ist, dass du von dem geben solltest, was du selbst in ausreichendem Maß oder gar im Überfluss hast. Im Verhältnis zum Bedarf einer Stechmücke haben wir Menschen unvergleichlich viel Blut zur Verfügung, wovon wir ohne wirklichen Verlust oder gar Schaden hergeben können. Als Kehrseite der Mückenenergie kann dich das Ziehen dieser Karte allerdings auch auf die Schattenseite des Hergebens hinweisen. Schau gut hin, ob du in deinem Umfeld von jemandem in deiner Gutmütigkeit ausgenutzt wirst. Dies kann auf materieller, finanzieller, aber auch auf geistig-energetischer Ebene stattfinden. Es gibt nämlich regelrechte Energievampire, Menschen, die subtile Energie aus der Aura abziehen, um sich selbst zuzuführen. Von Betroffenen zunächst meist gar nicht
bemerkt. Oder ja, solche Energieabzocker tun dies nicht unbedingt willentlich, geschweige denn böswillig. Meist sind es Menschen, die keine Energie in sich selbst halten können, also auch nicht diese ungefragt abgezogen. Sie befinden sich daher in einem Teufelskreis. Und überhaupt Lebenskraft zur Verfügung zu haben, müssen sie fortlaufend Energie von anderen abzapfen. Die wirkliche Alternative wäre natürlich, sich um ihr Energieleck und die Stabilität ihrer eigenen Mitte und Achse zu kümmern. In Gegenwart von solchen Energievampiren und vor allem auch nach Beendigung eines Kontakts fühlt man sich vielleicht unerklärlich erschöpft und ausgelaugt, ohne sich das erklären zu können. Meist nützen nur energetische Schutzkreise, die man um sich selber zieht, oder feinstoffliche Hilfsmittel, wie die energetischen Schutzflakons, Aura, Soma, Pomande, von diesem Energie abziehen. An diesen Hilfsmitteln und Schutzmitteln solltest du bei solchen Kontakten nicht sparen. An der Anzahl und Länge solcher kräftezehrenden Kontakte allerdings. Ja, besinne dich darauf, was du alles im Überfluss geschenkt bekommen hast, und teile dein Glück mit anderen, ohne dich zu verausgaben. Affirmation: Ich achte und schätze meine Fülle und danke Gott dafür, indem ich einen Teil voll Dankbarkeit an die Welt zurückgebe. Aber jetzt bitte nicht deine Energie. Die brauchst du selbst. Und wir schenken zurück zu den Heilsteinkarten. Der Rondonit steht für Wurzel, Chakra, Basis, Chakra rot, Herzchakra grün. Heilkunde, starker Wundheilstein, lindert den Schmerz und fördert die Heilung, auch bei Insektenstichen, Schurfwunden und Verbrennungen, steigert die Fruchtbarkeit, Versöhnungsstein, hilft Schmerz zu überwinden und Konflikte zu lösen. Aufladen in der Bergkristallgruppe, Morgensonne und Abendsonne. So, wir kommen zum ersten Stapel und die erste Göttin ist für dich Nukua, die Ordnung. Wie bei jedem Monatsorakel kommt auch die Mythologie hinzu. Hier, in der Zeit, die von den Hopi und Shanxi-Völkern in Nordchina das große Chaos im Universum genannt wird, erschien Nukua, die Göttin, mit dem Drachenkörper, um die Ordnung wiederherzustellen. Sie ersetzte die Säulen des Himmels in den Beinen der großen Schildkröte und reparierte den Himmel mit bunten Steinen. Nach ihren Reparaturen konnte Regen fallen, wenn es nötig war, und die Jahreszeiten konnten die richtige Reihenfolge einnehmen. Die Drachen, die auf den zwei Säulen zu sehen sind, bewachen den Weg der Sonne und des Mondes. Der Kompass, den sie an der Taille trägt, verkörpert die Ordnung. Bedeutung: Nukua schwebt in dein Leben, um dir zu helfen, Ordnung zu schaffen. Also ständig das Problem, in allen Ecken deines Lebens nur Chaos anzutreffen, das droht dich zu überwältigen, wenn du auch nur einen Augenblick nicht aufpasst.
Hast du zugelassen, dass sich rings um dich Dinge angehäuft haben, unter denen du begraben wirst? Gelingt es dir, deinen Chef, deine Familie oder deinen Partner bestens zu organisieren, aber du kriegst für dich selbst nichts geregelt? Hast du regelrecht Angst vor Ordnung und weigerst dich, ein System für dich zu entwickeln, in dem du dich dann eingesperrt fühlen würdest und das dich abhalten würde, im Fluss zu bleiben? Oder du hast in deinem Leben tatsächlich Ordnung geschaffen, doch diese so gestaltet, dass sie dich einzwängt, dich unbequemlich und schwerfällig macht, als sei alles in Stein gemeißelt. Jetzt ist eine gute Zeit, deine Heilung und dein Wachstum voranzutreiben, indem du dir eine Ordnung schaffst, die dich unterstützt, anstatt dich einzusperren oder einzuengen. Nukua erinnert dich daran, dass dich ein im natürlichen Fluss der Dinge geordnetes Leben auf deinem Weg zur Ganzheit weiterbringt. Doch wenn du mit Gewalt ein unnatürliches System von außen überstülpst, schaffst du nur inneren Widerstand und Abwehr. Der Spruch von Nukua: Es gibt einen Weg und ich bin der Weg der Natur, der sich in allen Dingen bewegt. Am Anfang schuf ich das Muster des Universums, den Weg, wie die Dinge sind, den Weg, wie die Dinge fließen, den Weg, wie die Dinge sein sollen. Dann schuf ich die Jahreszeiten, schwang die Berge, ergoss die Meere, bis alles aufs Glücklichste gelungen war. Ich bin die natürliche Ordnung der Dinge, ich bin der Weg. Und du hast noch eine zweite Göttin, und zwar Ixchel, die Kreativität. Mythos. Ixchel wurde von den Maya auf der Halbinsel Cozumel in Yucatan verehrt. Diese Insel war ihr Heiligtum. Als Mondschlangengöttin versicherte sie die Fruchtbarkeit, indem sie das heilige Gefäß der Gebärmutter verkehrt herumhielt, sodass die Wasser der Schöpfung stets fließen konnten. Ixchel herrschte gleichermaßen über die Kunst des Webens, die Magie über Gesundheit und Heilung, das Wasser, Sexualität und Geburt. Das ihr in besonderer Weise zugeordnete Tier ist die Libelle. Als sie von ihrem Großvater fast umgebracht wurde, weil sie die Geliebte des Sonnengottes geworden war, sang die Libelle so lange für sie, bis sie wieder gesund war. Bedeutung. Ixchel hat sich in dein Leben hineingewebt, um dir zu sagen, es ist an der Zeit, deine Kreativität auszuleben. Es ist jetzt Zeit, das Feuer zu schüren, Zeit, deine kreative Energie fließen zu lassen. Sei schöpferisch, sei verwegen und kühn, aber sei dir auch mit Verantwortung darüber im Klaren, ob es sich bei deinen Schöpfungen um Werke der Kunst oder um Kinder als Schöpfungen deines Körpers handeln. Kreativität nährt uns, sie bringt uns wieder mit unserer ursprünglichen Lebenskraft in Verbindung und ist so ein Weg zur Heilung. Sie ist unser Recht von Geburt an und das Elixier unseres Lebens. Sie macht uns gesund und glücklich. Wir Frauen haben die Fähigkeit, auf besondere Weise schöpferisch zu sein. Wir gebären Kinder, also nimm dir die Zeit, kreativ zu sein, schaffe sie dir, erschaffe sie dir. Schlage die Trommeln, greife zu den Farben, forme deine Keramik, schlüpfe in deine Tanzschuhe, schreibe die Geschichten
Erforsche deine Sexualität, erfreue dich an deiner eigenen Kreativität. Sei dort kreativ, wo du die meiste Begeisterung spürst und lasse dich von nichts abhalten. Fühlst du dich in deiner Kreativität blockiert, weil du meinst, nicht so gut zu sein wie andere? Halten dich die Kinder, dein Partner, deine Familie oder deine Arbeit davon ab, deine schöpferische Kraft zu entfalten? Höre endlich auf, deine Kreativität zu benutzen, um Ausflüchte zu finden, warum du eben nicht kreativ sein kannst. X-Shell sagt, du stärkst deine Ganzheit, wenn du dich deiner Kreativität öffnest und sie lebst. Spruch, ich webe Fäden aus Energie ins Netz der Schöpfung, dorthin, wo vorher nichts war. Aus der Leere in die Welt, ich spinne sie ins Leben, aus meinen Gedanken heraus, aus meinem Körper heraus, aus meinem Bewusstsein für das, was sein soll. Nun ist da etwas Neues und alles Leben wird genährt. Für das Berufliche hast du die zwei Schwerter. Frieden. Vielleicht hast du ja auch Urlaub. Auf der beruflichen Ebene bringt die Polarisierung des Denkens Schwer 2 Fortschritte dank kluger, ausgewogener Strategien. Die Karte kann auch für die Klärung bislang strittiger und widersprüchlicher Positionen stehen. Für die Beilegung eines Konflikts oder für die bedachte und wohlbemessene Planung eines neuen Vorhabens. Sie zeigt, dass wir mit einer fairen Bewertung rechnen dürfen oder dass wir aufgefordert sind, andere ebenso zu behandeln und zu beurteilen. Die Amors Botschaft haben wir: Abwarten, überstütze nichts, lasse die Dinge ihren Lauf nehmen. Deine Drachenkarte ist der Sonnentempel. Wenn du diese Karte ziehst, bist du vom Sonnengott selbst eingeladen, in seinen goldenen Tempel zu kommen und dort in den Spiegel der Wahrheit zu schauen. Dies ist eine große Ehre. Bereite dich auf diese Reise vor. Dusche, ziehe weiße oder keine Kleidung an. Zeichne einen Davidstern auf ein großes Blatt Papier. Lege ruhige Musik auf und zünde 6 goldene oder 6 weiße Kerzen an. Setze dich auf das Papier und stelle die Kerzen so um dich herum, dass je eine Spitze des Sterns auf eine Kerze deutet. Schließe die Augen und rufe deinen persönlichen Drachen zu dir. Bitte ihn, dich zum Spiegel der Wahrheit zu bringen. Habe keine Scheu, deine Fantasie zu benutzen, denn sie ist ein Geschenk der göttlichen Quelle. Fliege zur Sonne. Der Sonnengott schützt euch vor Hitze und zu hellem Licht. Dein Drache landet mit dir am Eingang des goldenen Tempels. Steige von ihm ab und gehe allein in den Tempel hinein. Hier siehst du einen großen goldenen Spiegel. Nimm dir Zeit, tritt langsam vor ihn hin, blicke hinein.
und erkenne dich selbst als Drachenreiter. Sieh das Gewand, das du als Drachenreiter trägst, die Farbe deiner Haare und die Dinge, die du bei dir führst, zum Beispiel Schmuck oder rituelle Gegenstände. Das bist du. Nimm dieses Bild tief in dein Herz auf. Höre die Stimme des Sonnengottes in deinem Herzen. Er spricht zu dir. Du bist das Licht, das eure Welt braucht. Dann drehe dich um und gehe zurück zu deinem Drachen. Blicke in seine großen, liebevollen Augen und erkenne die Freude darin. Er freut sich so sehr, dich in dem Gewand zu sehen, das du als Drachenreiter trägst. Bedanke dich beim Sonnengott und lasse dich von deinem Drachen zurück nach Hause bringen. Deine Einhornbotschaft ist der Regenbogen. Na, kannst du gut sehen? Da hinten ist der goldene Topf. Hinter den Wolken leuchtet ein Regenbogen. Ja, es ist doch etwas regnerisch. Diese Karte weist auf das Ende einer Phase und auf den Beginn von etwas Freudigem und finanziell Lohnendem hin. Achten Sie auf die Zeichen des Wohlstands, der zu Ihnen kommt. Dann wird noch mehr folgen. Affirmation: Ich erwarte nur Gutes. Super. Ich erwarte nur Gutes. Und wir kommen dem Heilstein Apatit. Er steht für das Hals-Kehl-Chakra blau. Der Bezug zu Knochen, Knochenbrüchen ist deutlich. Daher hilft er auch bei Osteoporose, Bindegewebsschwäche und Rachitis. Er kann aber auch den Blutdruck senken und öffnet die Gedanken, hilft der Konzentration, der Kommunikation und bei Lustlosigkeit. Wirkt aufbauend und entsäuernd. Aufladen, Bergkristallgruppe, Morgensonne und Abendsonne. So, wir kommen zu deiner Göttin und hier haben wir die Göttin Mawe, die Verantwortung. Mythos: Mawe, deren Name die Berauschende bedeutet, gehört zum irischen Mythenkreis. Sie verkörpert die Souveränität Irlands und sein magisches Zentrum Tara. Im Laufe der Zeit wurde aus der Göttin die Göttin Mawe, die schneller laufen konnte als Pferde und die mit den Vögeln sprach. Ihr wurde nachgesagt, dass ein einziger ihrer Blicke genügt, um Männer in rasende Leidenschaft zu versetzen. Im irischen Epos Traen Po Guilaigne, oje, oje, streitet sich Mawe, dort Metep und Methedep geschrieben, mit ihrem König darüber, wer die meisten Reichtümer besitzt.
Denn nach keltischem Brauch war der Reichere in der Partnerschaft auch derjenige, der das Sagen hatte. Der König gewann, denn er besaß einen magischen Stier. Doch sie beschloss für sich selbst, einen roten magischen Stier zu stehlen. Nach heftigen Kämpfen und Blutvergießen gewann Marve den roten Stier. Als die beiden Stiere jedoch aufeinander trafen, zerrissen sie sich in Stücke. Bedeutung: Marve schreitet kühn in dein Leben und fordert dich heraus, Verantwortung für dein Leben zu übernehmen. Es ist Zeit, dass du Königin deines Reiches wirst. Indem du dir all dessen, was du tust, was du bist, was du glaubst, gewahr wirst und dann dafür die Verantwortung übernimmst. Gibt es Stellen in dir, die so unsicher sind wie unerforschtes Gewässer? Scheinst du dein Leben wie ein Automat zu leben, als ob du von jemand anderem programmiert worden wärst? Vielleicht hast du dich einfach nie in eine bestimmte Situation hineintreiben lassen oder in eine bestimmte Situation hineintreiben lassen, anstatt herauszufinden, ob das das Richtige für dich ist. Oder bist du nicht bereit, einen Anteil an einer bestimmten Situation zu sehen, wahrzunehmen, wie sehr du selbst diese Situation oder Beziehung geschaffen hast. Marve erinnert dich daran, dass du auf deinem Weg zur Ganzheit Verantwortung für dein Leben übernehmen musst, egal wie es aussieht. Denn nur wenn du anerkennst, wer du bist, was du bist und wo du stehst und dich dafür verantwortlich fühlst, kannst du etwas Neues erschaffen. Hier der Spruch von ihr. Ich bin eine Kriegerin des Herzens. Ich bin die Königin im Reich meiner selbst. Ich kann in allen Situationen angemessen reagieren, denn ich weiß, wer ich bin. Meine Handlungen sind im Einklang mit mir. Das, was ich glaube, ist im Einklang mit mir. Alles, was ich tue, ist im Einklang mit mir. Das, was außerhalb meiner selbst ist, bleibt draußen. Das, was ich hineinlasse, nehme ich ganz und gar in Besitz. Wie kannst du Verantwortung tragen, wenn nicht alle Aspekte von dir dein eigen sind? Wie kannst du über dich selbst bestimmen, wenn du nicht Königin bist in deinem eigenen Reich? Wie kannst du dich einsetzen für deinen Gefährten, deine Kinder und deine Gemeinschaft, wenn du nicht bereit bist, für dich selbst Verantwortung zu übernehmen und für dich einzustehen? So, deine berufliche Karte für den Monat Mai sind die 9 Kelche, die Freude, im beruflichen Erleben drückt die 9 der Kelche eine Zeit großer Zufriedenheit aus, in der es uns manchmal so scheint, als würde Fortuna jeden Tag ein neues Füllhorn über uns ausgießen. Die Arbeit macht Spaß und wo immer Kontakte zu knüpfen oder zu pflegen sind, stoßen wir auf Sympathien, ein warmes Echo und auf Erfolg. Super. Deine Amors Botschaft ist hier die Balance. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Dein Drache aus der Drachenweisheit ist Artus mit dem roten Drachen. Menschen, die unsere Geschichte beeinflussen und große Taten vollbracht haben, leben in unseren Herzen, in unseren Legenden weiter. Es gibt keinen Beweis dafür, dass König Artus je wirklich gelebt hat, aber das spielt keine Rolle.
denn er lebt in uns. Legenden von Helden hinterlassen einen Samen in unserem Herzen, einen Samen von Mut, Freiheit und Gerechtigkeit. Und du ganz allein entscheidest, ob dieser Same aufgeht. Entscheide dich jetzt dafür, an diese Helden zu glauben. Und sie werden zum Leben erwachen, in dir, in deinem Herzen. König Artus wurde von einem großen alten Feuerdrachen begleitet. Zusammen stützten sie das Land und die Menschen. Er herrscht mit seinem Herzen und im Einklang mit der großen Mutter. Sein Auftrag war die Liebe. Werde zum Helden oder zur Heldin in deinem Leben. Du bist der Drachenreiter, die Drachenreiterin, denn die Welt braucht, die Welt braucht. Mit dir kommt unsere alte Werte wieder zurück. Werte wie Mut, Freundschaft, Loyalität, Toleranz, Liebe, Hingabe und Begeisterung. Es ist so gut, dass du hier bist. Das tut mir jetzt richtig gut. Ich habe nämlich die Legung ausgewählt. Okay. Und unsere Einhornkarte. Hilfe. Ich habe die Brücke zusammengestürzt und da möchte ich hier an das andere Ufer. Ich benötige Hilfe. Die benötigte Hilfe ist unterwegs. Halten Sie Ausschau nach ihr. Genau, da kommt er angeflogen. Oder sie. Besser gesagt. Die Einhörner sind nur ein Gedanke weit von ihnen entfernt. Bitte sie einfach um Hilfe und vertrauen sie darauf, dass sie ihnen gewährt werden wird. Affirmation: Die Einhörner helfen mir. Die Einhörner helfen mir. Vielen Dank. Und wir kommen zur dritten Legung. Hier haben wir die Nephritiade. Sie steht für das Herzchakra, grün. Heilkunde vermittelt Geborgenheit und hilft bei Unentschlossenheit. Zweifel und sinnlosem Grübeln nimmt Leistungsdruck beim Sex, kreative Träume, bleibt dir treu, auch unter Leistungsdruck, stärkt die Nierenfunktion zur Entgiftung, Aufladen der Bergkristallgruppe, Morgensonne und Abendsonne. Okay, deine erste Göttin ist hier Isis, die Mutterliebe, die Maria mit dem Jesukind im Arm. Auch sich selber mal zu bemuttern. Hier Mythos. Isis ist auch bekannt als Auset, unübertreffliche Göttin, und Isma Panthea, Isis, die allgegenwärtige Göttin, wurde an vielen Orten verehrt. Darunter in Ägypten, im Römischen Reich, in Griechenland und Germanien. Als Osiris, ihr geliebter Gefährte, von seinem Bruder Set getötet, zerstückelt und in alle Winde zerstreut wurde, machte sich Isis auf den Weg und sammelte alle Teile wieder ein, um sie wieder zusammenzusetzen. Das Einzige, was sie nicht finden konnte, war sein Penis. Deshalb ersetzte sie diesen mit einer Nachbildung aus Gold.
Mit ihrer magischen Kraft und durch ihre Heilkünste gelang es ihr, Osiris wieder ins Leben zurückzubringen. Sie empfing durch den goldenen Penis ihr gemeinsames Kind, den Sonnengott Horus. Als die Tempel der Isis zu christlichen Kirchen gemacht wurden, verwandelte sich Isis und ihrem Kind Horus auf dem Schoß in die Jungfrau Maria mit dem Jesukind. Bedeutung: Das Erscheinen von Isis in deinem Leben sagt dir, dass es Zeit ist, dich selbst zu bemuttern. Hast du bisher all deine mütterliche Energie nach außen gegeben und dich dabei vernachlässigt? Hast du kürzlich ein neues Projekt begonnen oder bist gerade Mutter geworden? Hast du das Gefühl, irgendetwas in deinem Leben braucht mütterliche Fürsorge, aber du weißt nicht so recht, wie du sie schenken kannst? Hast du von deiner eigenen Mutter oder von deinen Bezugspersonen die mütterliche Zuwendung erhalten, die du brauchtest? Isis macht dich darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, ausreichend mütterliche Energie zu bekommen, damit alte Wunden heilen können. Jede braucht die Erfahrung, bemuttert zu werden, ganz egal, ob als junges Mädchen, reife Frau oder als weise alte Frau. Ich empfing, trug und gebar alles Leben. Aus Liebe schenkte ich euch meinen Kindern, dann meinen geliebten Gefährten Osiris, Herr der Pflanzen, Gott des Korns, damit er geschnitten wurde und wiedergeboren. Mit meiner Heilkunst pflegte ich euch nach Krankheit gesund, schuf euch Kleider, empfand Webstuhl und Spinnrad, wachte über eure ersten Schritte und half euch aus der Kindheit zur Reife zu gelangen. Selbst am Ende war ich bei euch, um eure Hand zu halten und euch in die Unsterblichkeit zu führen. Ihr wart alles und ich gab euch alles. Und ich war alles für euch. Isis, große Mutter, große Göttin, Allmutter. Ja, und wir gehen hier gleich. Wir haben ja jetzt auch denn die Auferstehung, ne? Jesus, hier haben wir. Die berufliche Karte ist jetzt eine Trumpfkarte und zwar der Teufel. Was machst du denn beruflich? Im beruflichen Erleben liegt der Schwerpunkt in der eigenen Ausübung von Macht oder in der Erfahrung von anderen beherrscht zu werden. Die Karte warnt davor, sich nicht im nur Materiellen zu verlieren oder dem Kitzeln der Macht zu erliegen. Sie führt uns vor Augen, dass Täter und Opfer lediglich zwei Seiten der gleichen Energiespirale sind, die sich gegenseitig ergänzen. Sie kann uns aber auch von bedenklichen Geschäften warnen, die uns möglicherweise mit dem Gesetz in Konflikt bringen. Wobei wir befürchten müssen, auch im Falle der Weigerung, Geld, Freiheit oder Gesundheit zu riskieren. Immer ist sie eine Aufforderung, uns bewusst zu machen, wo und wie wir gegen unsere eigenen Überzeugungen handeln. Okay. Und deine Amors Botschaft über Fülle. Eine große Liebe steht vor der Tür. Lass sie herein. Und dein Drache für diesen Monat, hier haben wir Frieden. Der Frieden auf dieser Welt beginnt in dir. Ist Frieden in deinem Herzen? Ist Frieden in deinem Körper? Ist Frieden in deinem Geist? Fange an zu verstehen,
dass jeder für den Frieden auf dieser Welt verantwortlich ist. Auch du. Fange an, den Frieden in deinem Herzen herzustellen. Wenn du diese Karte ziehst, bist du schon ein großes Stück deines spirituellen Weges gegangen. Du hast bereits ein tiefes Bewusstsein erlangt. Der Universumsdrache möchte dich lehren, den Frieden zu bewahren, den die Spiritualität dir gebracht hat. Er möchte, dass das Licht in deinem Herzen unberührbar bleibt, egal welcher Sturm im Außen auch herrschen mag. Bewahre den Frieden in dir. Frieden in deinen Gedanken, Frieden in deinen Geist, Frieden in deinen Körper, Frieden in deinem Herzen. Mache eine Meditation. Zünde eine blaue Kerze an. Wenn du keine hast, nimm eine weiße. Lege ruhige Musik auf und mache es dir gemütlich. Schließe deine Augen, rufe den blauen Drachen in deinen Raum. Bitte ihn mit deiner inneren Stimme um Frieden. In deinen Gedanken, Frieden in deinem Geist, Frieden in deinem Herzen und Frieden in deinem Körper. Blicke in die Augen des großen blauen Universumsdrachen und sieh die unendliche Liebe darin. Höre, wie der Drache geräuschvoll ein- und ausatmet. Ein- und aus. Beim Ausatmen fließt blaues Licht aus seinem Maul heraus, das sich über dich legt und dich vollkommen einhüllt. Spüre den tiefen Frieden, den das Licht dir bringt. Jetzt atme es tief in dich hinein. Sieh mit deinem inneren Auge, wie sich alles selbst, die Zellen deines Körpers, mit diesem Frieden füllt. Nimm dir Zeit und beobachte, sieh, wie das blaue Licht deine Füße, deine Beine, deine Knochen, deine Wirbelsäule, deinen Darm und so weiter durchströmt. Schaue dem Drachen erneut tief in die Augen und atme mit ihm gemeinsam blaues Licht ein und aus. Frieden. Dann sprich mit deiner inneren Stimme. Ich bin der Ausdruck von göttlichem Frieden. Frieden ist in mir. Wiederhole diesen Satz dreimal. Ich bin der Ausdruck von göttlichem Frieden. Frieden ist in mir. Ich bin der Ausdruck von göttlichem Frieden und Frieden ist in mir. Ich bin der Ausdruck von göttlichem Frieden und Frieden ist in mir. Dann bedanke dich bei dem blauen Drachen und verabschiede dich von ihm. Mache diese Meditation so oft du möchtest, denn Frieden kann es nie zu viel geben.
Deine Einhornkarte ist Nähe. Ihr Einhorn ist immer bei ihnen. Diese Karte sagt Ihnen, dass Ihr Einhorn immer ganz in Ihrer Nähe ist. Entspannen Sie sich in seine Liebe hinein und vertrauen Sie darauf, dass Ihr weiser, wunderbarer, spiritueller Gefährte Ihnen helfen wird. Affirmation: Ich weiß, dass mir mein Einhorn ganz nah ist. Ich weiß, dass mir mein Einhorn ganz nah ist. So, ich werde jetzt die Stapel und die Heilsteinkarten zusammen. So, meine Lieben, hier habe ich die Amorsbotschaften und das Ja und Nein verdeckt hingelegt. Ich habe es mir ein bisschen unschärfer gemacht, dass wenn ich die Karten vorlege, wir den Text besser sehen. So können wir auch weniger das Ja und Nein unterscheiden von der Rückseite. Das ist ja schon von Vorteil, ne? So, wer noch nicht so weit ist, drückt hier jetzt bitte auf Pause. Ich löse auf und wir haben hier das Ja. Hier haben wir Telepathie. Ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Hier auf ewig respektiere den Ort im anderen, in dem allein die Liebe wohnt. Respektiere den Ort im anderen, der ewig währt. Okay. Wirf all deine Bedenken über Bord. Lass dich in meine Arme sinken. Super. Okay. Und hier haben wir dann leider das Nein oder auch Gott sei Dank. Wenn die Frage kommt, geht er mir fremd? Hat er sich in eine andere verliebt? Ist er auf Abwägen? Hat er sich verlaufen? Nein. Oder auch sie. Ja. So, meine Lieben, dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen wunderschönen Monat Mai. Karte ist voll und Akku ist leer. Das passt ja. Tschüss.